Willkommen zu meinem Vortrag Hacking Yourself Teil 4, Garbage Collection. Ein kurzer Überblick. Was ist Achtsamkeit? Psychologie und Sozialisierung? Hintergrund Teil 1. Einfache Meditation? Meditationstypen? Hintergrund Teil 2 und eine Zusammenfassung. Was ist Achtsamkeit? Lasst uns mit 2 Minuten Achtsamkeit beginnen. Legt eure Gegenstände beiseite und setzt euch so hin, dass ihr aufmerksam und entspannt sein könnt. Wir machen das echt nur 2 Minuten. Ich schaue auf die Uhr, keine Sorge. Du kannst deine Augen schließen, wenn du willst. Achte einfach nur darauf, wie es ist, auf diesem Stuhl zu sitzen. Achte auf den Übergang von was auch immer du vorher gemacht hast. Spüre, wie du innehältst und in diesem Moment ankommst. Achte einfach nur auf die Empfindung von Hintern auf Stuhl, von Füße auf Boden. Achte auf deine Schultern. Bemerke, wie du atmest. Leicht dein Kinn hebst, vielleicht, dass du entspannst. Entspanne die Muskulatur in deinem Gesicht. Lasse dein Kinn locker der Schwerkraft nachgeben. Sieh, was nötig ist, um vollständig im Hier und Jetzt anzukommen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper, auf deinen Atem. Bemerke deine Gedanken, ob sie in schneller Folge kommen oder ob dein Geist ruhig ist. Sei aufmerksam und schau einfach nur zu. Kehre zurück zu deinem Atem, zum Körper, vielleicht zu deinem Innersten. Was ist dein tiefstes Gefühl, deine tiefste Stimmung, dein tiefstes Streben? Was ist es, das du als dein Innerstes empfindest? Gut. Lenke langsam deine Aufmerksamkeit zurück auf uns gemeinsam hier in diesem Raum. Das war eine kurze Achtsamkeitsübung. Warum mache ich das regelmäßig? Stellt euch einen Zimmermann vor, der keine Zeit hat, seine Säge nachzuschärfen, weil er so beschäftigt ist. Und er sägt und sägt und sägt mit diesem stumpfen Sägeblatt. Und er kommt nicht wirklich weiter. Aber er kann nicht aufhören, ist ja so beschäftigt. Für mich sind Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditation Pausen, um die Säge zu schärfen. Dadurch hat alles, was ich mache, eine tiefere Wirkung, ist facettenreicher und effektiver. Was meint ihr, sind Gründe dafür, dass wir die Säge nicht schärfen? Das ist keine rhetorische Frage. Ihr könnt gerne euch zu Wort melden, wenn ihr euch traut. Er schärft den Säge, ich schmeiße einen Neubau auf. Das ist eine Metapher. Außerdem kann man Sägen sehr wohl schärfen. Hektik ist eine Möglichkeit. Also ich meine, es geht ja in dem Fall eher darum, irgendwie eine gewisse Ruhe auch zu bekommen. Wer hat das heute schon? Störungen, Hektik, viele Leute haben in ihrem Büro keine Nutzungsmöglichkeit überhaupt, um sich mal in Ruhe hinzusetzen, mit was auseinanderzusetzen. Ja, gerade in Großraumbüros. Ja, tödlich. Der Fischtank. Wahrscheinlich scheut man den Zähne.
ja, Belohnung, niedrig hängende Früchte. Ja, das ist schon wahr. Weil ich auch auf seltsamen Webseiten rumhängen könnte, anstatt das zu tun. Zum Beispiel Programm oder... Niemand redet über das. Der nächste Abschnitt ist Psychologie und Sozialisierung. Viele Teilbereiche unseres Körpers funktionieren, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Ständig bombardieren uns Reize, Signale der Sinnesorgane, Kaskaden von Gedanken. Der größte Teil der Prozesse in unserem Körper läuft glücklicherweise unbewusst ab. Das Fassungsvermögen des Bewusstseins wäre sonst hoffnungslos überfordert. Wir wären schon ganz schön beschäftigt, wenn wir unser Herz bewusst schlagen lassen müssten. Studien des Bewusstseins sagen uns, dass wenn wir Dinge bewusst zu tun versuchen, die Vorgänge nur sehr langsam ablaufen, weil wir damit unsere angeborenen natürlichen Fähigkeiten, Aufgaben zu erfüllen, beeinträchtigen. Das führt zu einem Machtkampf. Das Bewusstsein entwickelt den Drang einzugreifen. Wir wollen Kontrolle. Unser Vertrauen in das Unbewusste leidet dabei. Unser Bildungssystem fördert analytische Kritik. Als eine Möglichkeit, das zu untermauern, was wir wissen. Ein Teil von uns liebt diese Dekonstruktion in Teile und Einzelteile. Ein anderer liebt das Holistische, Makroskopische, große Ganze, den Gesamtzusammenhang. In westlichen Gesellschaften dominiert die Ratio, die Kontrolle. Wir unterdrücken unsere Instinkte. Wir brauchen aber beides, bewusste Kontrolle und Automatik. Das Unterdrücken unserer Automatismen sät Zweifel, Mangel an Vertrauen und schürt nicht enden wollende Selbstkritik. So nimmt die Selbstkritik zu, der innere Konflikt wächst und im gleichen Maße wiederum die Unterdrückung. Unser Geist hüllt sich in eine immer lauter werdende Wolke aus Zwängen. Diese Art von Selbstkritik dominiert uns und das Unterdrückte sucht sich Wege nach draußen. Neurosen, Schmerzsymptomatiken, Depression und Ängste. In extremen Fällen entsteht eine Mauer um uns, weil wir unsere Interessen, unser Selbstbild schützen müssen. Das macht Kommunikation schwierig. Wir können nicht hinaus und niemand sonst kommt mehr hinein. Offen sein für neue Informationen, lernen von Neuem, Neues erleben, schwierig. Eine schwere Last. Wie entkommt man diesem Dilemma? Innehalten, beobachten, mit Offenheit und mit Interesse. Einfache Meditation. Hierfür sind 30 Sekunden Ruhe ein guter Anfang. Hände auf die Oberschenkel, Füße auf den Boden. Stillhalten, nichts bewegt sich. Vielleicht ist das am Anfang ein komisches, ungewohntes Gefühl, aber Körper und Geist werden es lieben. Man kann das beliebig oft wiederholen am Tag. Besonders gut vor einer Herausforderung, Prüfung, Sport oder einem Auftritt. Es ist okay, die Gedanken kommen und gehen zu lassen, wie sie wollen. Es ist nicht nötig, einen Dialog mit diesen Gedanken zu führen. Wenn du deinen Gedanken gegenüber neutral bleibst, werden sie nicht auf deinen Gemütszustand Auswirkungen zeigen. Man kann mit dreimal täglich 30 Sekunden anfangen. Es ist ein sehr wirksamer Weg, sich zu beruhigen. Egal, wo man sich gerade befindet. Das geht auch ganz leicht, ohne dass man auffällt. Vor wichtigen Telefonaten, Präsentationen oder Herausforderungen jeglicher Art.
Alternativ kann man zum Beispiel häufig am Tag kurz innehalten und aufmerksam sein auf das, was man gerade tut, was gerade an Reizen auf einen hereinfließt. Man kann während der Meditation ein leichtes Lächeln auf den Lippen haben. Außerdem gibt es im Anhang dieser Präsentation eine Muskelentspannungsübung für Leute, die große Probleme mit Verspannungen haben. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit geleiteter Meditation gemacht. Manchmal verwende ich auch Meditationsmusik, besonders gerne tibetanische Klangschalen. Links sind auch im Anhang. Aber warum funktioniert das Ganze? Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass es schwer bis unmöglich ist, die Welt in überschaubarer Zeit zu ändern. Vor allem die Sachen, die einen stören. Es hilft ein Perspektivwechsel. Die Gefühle kommen nicht von außen, sondern von innen. Der einzige Mensch mit direktem Zugang zu unseren Gefühlen sind wir selbst. Hintergrund. Teil 1. Ich benutze eine Metapher. Garbage Collection. Ich denke, die meisten sind vertraut dafür, aber ich werde es kurz erklären. Zum Beispiel Mark and Sweep Garbage Collection. Die geschlossenen Flächen sind Objekte im Speicher. Zuerst wird die Welt eingefroren. Stop the world. Das heißt, keine Prozesse oder Teile des Programms dürfen mehr auf den Speicher lesen oder schreiben zugreifen. In der Markierungsphase werden alle erreichbaren Objekte markiert. In der Räumphase wird der Speicher gescannt und alle nicht markierten Objekte werden freigegeben. Das ist nicht sehr effizient, aber dafür einfach, besonders für die Entwickler. Warum, wenn das jetzt eine Metapher ist, Garbage Collection als Metapher für das Folgende, was sind dabei mentale Objekte? Was ist die Analogie zu den Objekten, die wir eben im Speicher hatten? Mentale Objekte sind Repräsentationen von unseren Sinneseindrücken. Gefühle wie Gefühl auf der Haut oder am Körper, Geruch, Geschmack, Geräusch oder das Aussehen. Diese Sinneseindrücke werden von unserem Gehirn interpretiert. Außerdem reagieren wir auf sie. Mentale Objekte sind also Reaktionen, Interpretationen und unsere Gedanken im Allgemeinen. Insgesamt hilft eine neutrale Grundhaltung und Einstellung. Jedes dieser mentalen Objekte ist nicht gut, nur weil es noch benötigt wird. Und nicht schlecht, nur weil es nicht mehr benötigt wird. Wie sieht das dann übertragen auf Meditation aus? In der Markierungsphase ordnen wir Objekte als hilfreich oder kontraproduktiv, günstig oder ungünstig, geschickt oder ungeschickt auf dem Weg zu einer besseren Lebensqualität ein. In der Räumphase machen wir uns alle nicht zweckdienlichen Objekte bewusst, freunden uns mit ihnen an und lassen sie los, statt sie immer zu unterdrücken. Und dann kann man durchatmen. Jetzt behandle ich 3 Meditationstypen. Das ist zum ersten die einfache Achtsamkeit, dann Vipassana und zum dritten Metta. Die Achtsamkeitsmeditation ist der einfachste Typ. Einfache Achtsamkeitsmeditation besteht primär aus einem Fokus auf den Körper. Am Anfang gewöhnlich auf den Atem, an den Nasenöffnungen oder in der Brust. Wie die einfache Meditation von eben. Siehe und höre auch Hacking Yourself Teil 1. Die Vipassana-Meditation ist der zweite Typ. Das heißt, übersetzt so viel wie Einsichtsmeditation.
Gewöhnlich wird sie eingeleitet durch eine einfache Achtsamkeitsmeditation. Sie funktioniert so ähnlich im Folgenden wie die Garbage Collection eben. Fokus auf Gefühle und Empfindungen, Bewertung dieser Gefühle und Empfindungen als positiv, negativ oder neutral. Außerdem kann man sich auf den Geist und mentale Objekte in dem Geiste fokussieren. Der dritte Typ ist die Metta-Meditation. Metta bedeutet Freundschaft. Bei der Metta-Meditation wünschen wir Menschen, dass sie sicher, glücklich, gesund und frei sind. Wir fangen mit Menschen an, die uns Gutes getan haben oder tun. Später können wir uns dann auf uns selbst fokussieren, weiter neutrale Menschen, wie zum Beispiel die Putzkolonne, die diese Räume hier säubert. Und schließlich, besonders hilf- und lehrreich, aber auch schwierig, auf Menschen, die einem schaden oder geschadet haben. Hintergrund Teil 2. Wiederholungen führen zu Absinken ins automatische Handeln. Das wiederum führt zu einem langsamen Aufbau einer Moderationsinstanz, die einem Gelegenheit zum Eingreifen vor Handlungen gibt. Außerdem ermöglicht die Meditation Reflexion über Handlungen und Gedanken, ohne sich selbst zu strafen oder abzuurteilen. Sie gibt Gelegenheit zum Abbau von Unerwünschtem und zur Stärkung von Erwünschtem. Zum Beispiel zur Emotionsregulierung, ohne mit Unterdrückung arbeiten zu müssen. Zusammenfassung: Ein besserer innerer Zustand verbessert auch die Kommunikation mit anderen. Je hilfsbereiter und positiver man auf ungezwungene Art und Weise ist, desto besser ist die Reaktion deiner Mitmenschen. Dein Zustand wird wahrgenommen, entweder auf bewusster oder unbewusster Ebene. Wir brauchen einander mehr denn je. Das Gesetz des Dschungels weicht der Zusammenarbeit und dem Austausch in der Gruppe. Zwei Sachen reichen für den Erfolg aus: Anfangen und weitermachen. Denn das Wichtigste für erkennbaren Fortschritt ist tägliches Üben. Fragen? Fehlen diese rollenden Sträucher. Genau. Aber wir brauchen als Instant-Pille Wasser drauf. Ich glaube nicht. Okay.